Am heutigen Freitagabend empfingen die Stuttgarter Kickers die zweite Mannschaft der TSG Hoffenheim hier auf der Waldau. Nach einem vorzeitigen 1:1 konnten sich die Gäste mit einem 1:2 den Auswärtssieg einheimsen. Wir haben nach der Niederlage mit den Fans gesprochen. Seid ihr enttäuscht oder trotzdem zufrieden mit der heutigen Leistung? Ja, allgemein bin ich eher enttäuscht. Gerade vorne ging relativ wenig. Ich finde, wenn wir da vielleicht auch mal noch einen zweiten Stürmer bringen, dann hätten wir da vielleicht auch bessere Karten, mal vielleicht auch ein zweites Stürmertor noch zu schießen. Ja, ich bin auch enttäuscht über die generelle Saison, vor allem über die letzten 4 Spiele. Ich sehe irgendwie keine Entwicklung wirklich und ich glaube, es wäre wichtig, wenn die Mannschaft das aufarbeitet und vielleicht irgendwie was ändert. Eher enttäuscht, das war jetzt auch schon die letzten Wochen so, liefen jetzt nicht so super. Und heute hat es noch mal ein bisschen halt draufgesetzt. Also ja, die Niederlage war jetzt nicht wirklich nötig. Hat sich vielleicht ein bisschen angebahnt, aber ja, also eher enttäuscht. Ich bin zufrieden mit der Leistung von Luca Kiefer und die Nummer 23 war auch einfach überragend. Also mit der Leistung bin ich zufrieden. Ich finde, es war okay. Ich bin natürlich ein bisschen unzufrieden, weil wir natürlich verloren haben. Aber sonst fand ich es eigentlich ganz gut. Wo sagst du, lagen heute die Schwächen? Uff, wahrscheinlich überall. Wahrscheinlich hat es schon bei der Aufstellung angefangen. Also ja, es war schwer zu beurteilen, aber ich denke mal ein bisschen überall so. Es hat halt im Endeffekt auch in der Offensive gefehlt, wenn man dann das einzige andere Tor noch ein Abseitstor ist. Also ja, ja, war nicht so. Was für Schwächen. Also ich bin nicht in der Lage jetzt zu sagen, wer hier in der Regionalliga Schwächen hat. Also die haben es gut gemacht. Hoffenheim ist halt einfach auch nicht so verkehrt gewesen. Und deswegen, ja, Schwächen möchte ich mich nicht mit äußern. Ja, ein bisschen in der Offensive, es hätten mehr Tore fallen können. Also ja, da, der Spielaufbau hat ein bisschen gefehlt, aber ist kein Problem. Beim nächsten Mal wird es besser. Ach, wir hatten noch einen starken Gegner, aber die Jungs haben alles gegeben und so soll es auch in Zukunft aussehen. Deshalb immer weiter Gas geben, Jungs. Ich finde, hinten haben wir eigentlich ganz gut verteidigt, aber haben dann einfach immer nur den Ball nach vorne geschlagen und gar nicht kontrolliert irgendwie übers Mittelfeld nach vorne gespielt. Auch die beiden Mittelfeldspieler haben heute wirklich nicht gut gespielt. Ja, und wir haben einfach den Ball nicht gescheit nach vorne bekommen. Im Abschluss auf jeden Fall. Also wir haben es gut bis zum 16er geschafft, aber dann ab dem 16er standen die Hoffenheimer gut. Ja, und dann kamen die Chancen nicht so, wie wir es wollten. Ne? Was sagst du, gilt beim nächsten Auswärtsspiel gegen Balingen besser zu machen? Ja, wenn du in Führung gehst, dann einfach weiter nach vorne zu spielen und nicht zu denken, dass du das jetzt halten kannst, sondern einfach immer weiter nach vorne machen und nicht aufgeben, immer weitermachen. Und dann ja gut, gegen Balingen sollten auf jeden Fall 3 Punkte her. Ich denke, wir sollten gucken, dass wir mal eine andere Formation finden, vielleicht einmal Dickelhuber noch ein bisschen mehr einbinden, weil der letzte Saison eigentlich schon ganz gut gespielt hat und irgendwie diese Saison gar nicht so die Chance bekommt. Und auch generell andere Spieler wie De Sousa oder Riele würde ich auch mal in Kader mit aufnehmen, dass die auch mal ihre Chance bekommen, weil so wie es jetzt läuft, kann es einfach nicht weitergehen. Alles, definitiv alles. Also es war jetzt schon die letzten Wochen so, dass immer irgendwas Schlechtes dabei war. Jetzt muss ich definitiv mal was verbessern. Weil der Wildersinn ja auch meinte jetzt, dass er was verändern will und so. Und dass wir heute Abend auch gewinnen werden, aber hat nichts da gehalten so wirklich. Also muss ich alles verändern, also wirklich. Man sollte auf jeden Fall diese Ruhe aus der ersten Halbzeit behalten, weil das haben sie am Anfang echt gut gemacht. Haben kaum Panikbälle gespielt und das ist in der zweiten so ein bisschen verloren gegangen, deshalb. Ja, und in der zweiten Halbzeit auf jeden Fall nicht nachlassen und da am Ball bleiben. Dass wir vielleicht in einer anderen Formation spielen, vielleicht ein paar andere Spieler reinbringen, weil ich glaube einfach, wenn das Spiel zu berechenbar ist, dann wird das auch einfach für die Gegner. Und deswegen, wir haben ja genug Optionen, auch mit Antlitz, mit Riele, dass man die vielleicht einfach mit einbindet.